Lübbe Audio. Feels like Christmas mit Geschichten von Gabriela Santos de Lima, Marina Neumeier, Kira Gro, Alexandra Flint und Caroline Wahl. Jetzt sind wir ewig von Gabriela Santos de Lima. Es liest Pia Rona Prolog ich wusste das mit Noel sofort. Dabei ist mir klar, wie abgedroschen das klingt, wie ein Satz, der in tausendfacher Ausführung in den Büchern steht, die ich immer zu schnell inhaliere, wo alles so schön und nichts echt ist. Meine jüngere Schwester Tilly ordnet mein Lieblingsgenre scherzhaft der Fantasy zu. Sie ist nämlich der Meinung, dass solche Männer nicht existieren, dass sie zu perfekt seien, dass sie zwar unglaublich männlich schienen mit ihren Sixpacks und den makellosen Faust, doch am Ende von Frauen für Frauen kreiert werden. Und wir Frauen geben nun mal einen Haufen Geld aus, um zumindest auf dem Papier gut von Männern behandelt zu werden. Verrückt, nicht wahr? Im Grunde hat meine Schwester recht, aber das spielt keine Rolle. Es geht mir einfach darum, klarzustellen, dass ich es sofort wusste, dass Noel van Vliet mich eiskalt in einem Dezember zwischen warmscheinenden Lichterketten erwischte. Noel van Vliet. Selbst sein Name klingt ausgedacht. So much wine. Ich lernte Noelle in einem Einkaufszentrum kennen. Es passierte an einem Freitagnachmittag, um genau zu sein, doch der Himmel war so stockduster, dass es auch nach Mitternacht hätte sein können. "Warte, warte", verlangte Tilly lachend, obwohl ich eigentlich weiter wollte, um nicht zu einer Statue zu gefrieren. Wir liefen gemeinsam mit ihren Freundinnen über den Weihnachtsmarkt. Ich umklammerte eine lauwarme Glühweintasse, während meine Finger vor Kälte zitterten. Dabei hatten wir gerade erst mit Lucy und Manda angestoßen. Vor drei Sekunden hatte unser überteuerter Glühwein noch gedampft, jetzt war er beinahe kalt. Kurz ließ ich meinen Blick über die Menge schweifen, vorbei an rustikalen Bütchen und blinkenden Schaugeschäften. Meine dicke Winterjacke knautschte bei jeder Bewegung, während fremde Ärmel mich streiften. Zu sagen, dass der Kölner Weihnachtsmarkt überfüllt sei, wäre die Übertreibung des Jahres. Von links trellerte Wham seinen größten Hit, während Mariah Carey weiter vorn von ihren altbekannten Weihnachtswünschen sang. In der Luft lag der Geruch von Mandeln mit Zimt und Zucker, von Langosch für sieben Euro und karierten Schals, die Schulmädchen mit zu viel Parfüm eingesprüht hatten. Damit ich das richtig verstehe, fuhr meine Schwester an ihre Freundin fort: "Gregor, ich bin so künstlerisch. Beck hat dir ernsthaft einen kitschigen Adventskalender aus Gedichten gemacht? Du vergisst die Süßigkeiten." Lucy nippte schelmisch an ihrem Glühwein. Manchmal sind die Verse sogar an die Schokoladenmarke angepasst. Am 2. Dezember war der Spruch: "Und weiter geht's mit Nummer zwei. lecker KitKat ist auch dabei." Oh mein Gott. Tilly schüttelte den Kopf, während ein paar blonde Strähnen unter ihrer Bommelmütze hervorlugten. "Ich kann nicht glauben, dass in Gregor ein romantischer Geist schlummert." Lucy zuckte mit den Schultern, doch auf ihren Lippen lag dieses verräterische Lächeln. Sie hatte den Jackpot gekriegt. Sie liebte und wurde zurückgeliebt. Bedingungslos. Und das, obwohl wir in einer Welt lebten, in der wir ständig swipen, um uns niemals festlegen zu müssen. Hör auf, so überrascht zu klingen, sagte ich zu Tilly. Stimmt, schaltete sich Manda ein. Ist ja nicht so, als würdest du dich nicht mit romantischen Männerseelen auskennen. Schau dir Jonathan an. Auf der Stelle verfärbten sich Tillys Wangen rot. Würde sie sich jetzt im Spiegel betrachten, würde sie es der Kälte zuschreiben, um nicht zugeben zu müssen, was sich in Wahrheit dahinter verbarg. Obwohl, seit sie im Sommer mit Jonathan durch Skandinavien getourt war, hatte sich einiges geändert. Tilly war immer noch Tilly. Mathilda Vogt. Laut und lauter. Sie hatte eine Stimme und sie wusste sie einzusetzen. Sei es auf ihrem Instagram-Kanal oder in Seminaren. Gemeinsam mit Lucy und Manda veränderte sie auf dem Account at the Girl Next Door das Leben anderer Mädchen. In verschiedenen Formaten vermittelten die drei ihre feministischen Werte, klärten auf und gaben Halt. Jede Privatnachricht, die sie erhielten, endete mit Danke für eure Arbeit, ich fühle mich so gesehen. Ich war so stolz auf meine Schwester. Riechst du das auch, Cleo? Mit übertrieben gerümpfter Nase wandte Manda sich in meine Richtung. Hier liegt so viel Liebe in der Luft. Schnell trink deinen Glühwein, damit wir uns den nächsten holen können. Lucy kicherte und Tilly verdrehte die Augen. Wir wechselten das Gesprächsthema und landeten bei At the Girl Next Door, während erste Regentropfen auf unsere Köpfe segelten. Keine Ahnung zum wievielten Mal Wham das letzte Weihnachtsjahr besang, während gestresste Menschen an uns vorbeizogen, und trotzdem fand ich es schön. Klar, Schnee wäre mir lieber gewesen. In dem Fall hätten auch die zwei Grad Celsius nichts mehr ausgemacht, weil man dem weißen Ausblick seltsamerweise alles verzieh. Taube Finger, spröde Lippen, verspätete Busse und Bahnen. Das alles spielte keine Rolle, wenn der Schnee unter deinen Schuhsohlen knirschte, und du drohtest dich in all dem Weiß zu verirren. Aber ich verirrte mich nicht gern. Ich wusste, was und wohin ich wollte. Mit meinem abgeschlossenen Lebensmitteltechnologiestudium hätte ich in großen Konzernen arbeiten und richtig Karriere machen können. Stattdessen hatte ich letztes Jahr eine Ausbildung zur Konditorin angefangen, selbst wenn viele das nicht verstanden. Du hast ein abgeschlossenes Studium. Wieso willst du jetzt Kuchen backen? Genau aus diesem Grund. Weil ich es wollte. Und gerade wollte ich meinen lauwarmen Glühwein an einem zu gut besuchten Stand genießen, mir anschließend zu Hause einen weihnachtlichen Tee aufgießen und Phoebe Bridgers Weihnachtsalbum genießen. Mehr wollte ich nicht. Ehrlich. Ich war zufrieden. Und dann traf ich ihn. Wir verabschiedeten uns von den anderen gegen sechs. Lucy musste noch an einem Essay arbeiten, und Manda fuhr über das Wochenende nach Hause. Eigentlich wollten Tilly und ich sofort die Wohnung ansteuern, die wir uns teilten. 57 Quadratmeter, etliche Lichterketten und noch mehr angefangene Packungen von Mehl. Da blieb sie mitten auf der Straße stehen. Hättest du was dagegen, wenn wir noch kurz bei DM vorbeischauen? Dann können wir nach diesem Tee gucken, der nach gebrannten Mandeln und Vanille schmeckt. Der war letztes Mal so lecker. Auf dem Weg zum Drogeriemarkt vibrierte mein Handy immer zu. Was geht da ab auf deinem Handy? Neugierig nickte Tilly auf mein Display. Ist das ganze Internet mal wieder in Aufruhr, weil Taylor Swift aus dem Nichts sein Album herausgebracht hat? Wenn es so wäre, hätte Lucy dann nicht schon längst etwas in eure Gruppe geschrieben? Tusche. Meine Schwester stieß die schwere Tür zur Einkaufspassage auf. Was ist es dann? Meine Kolleginnen hyperventilieren, weil der Sohn unseres Chefs in der Stadt ist. Alle finden ihn heiß. Ich wackelte übertrieben gespielt mit den Brauen, bevor uns Weihnachtsmusik entgegenblähte. Die Schaufenster waren passend geschmückt mit Tannenzweigen und Wichteln. Die Geschäfte warben mit Sales, an denen Tilly uns gekonnt, vorbei und direkt in den Drogeriemarkt lotste. Dort steuerte sie die Teeabteilung an. Ich blieb jedoch an meinem Spiegelbild hängen. Keine Ahnung, was das mit mir und den DM-Spiegeln war. Sie hatten schon immer eine Faszination auf mich ausgeübt, ganz egal, wie alt ich gewesen war. Mit 13 und Lipglossen von Essenz zwischen den Fingern. Mit 15 und roséfarbenen Lippenstiftproben auf dem Handrücken, die kaum voneinander zu unterscheiden gewesen waren. Mit 17 und silberfarbenen Glitzerpigmenten im Einkaufskorb, damit mein Make-up perfekt mit meinem Paillettenrock auf der Fofi harmonierte, was im Endeffekt niemandem jemals aufgefallen war. Links fragte eine Kundin nach einem bestimmten Abwaschprodukt, während ich mich selbst betrachtete. Im Grunde hatte sich nichts an meinem Aussehen verändert. Seit dem Abi war ich kaum gewachsen, trug meine blonden Haare immer noch lang und kombinierte meine dunklen Leggings im Winter am liebsten mit kniehohen Stiefeln. Tilly war nur ein Jahr und drei Monate jünger als ich, trotzdem ähnelten wir uns kein bisschen. Sie war kleiner, extrovertierter und exzentrischer. Ihr Markenzeichen waren die roten Lippen, ich verwendete meist nur ein durchsichtiges Gloss. Dabei war ich nicht das graue Mäuschen, das ich in einen Schwan verwandeln musste. Ich war einfach ich. Gut so, wie ich war. Ich glaubte daran, dass jeder gut und genug war. Aber ich hatte nie daran geglaubt, dass mir das passieren würde. Nachdem Tilly bezahlt hatte, liefen wir in Richtung Edeka. Auch eine Etage weiter unten herrschte das absolute Einkaufswinterwunderland. In unmittelbarer Nähe der Rolltreppen war sogar eine Krippe aufgestellt Josef, Maria und Jesus, geschmückt mit warmleuchtenden Lichterketten. Was hältst du von Raps für heute Abend? wollte Tilly wissen, doch ich überhörte sie. Hier schalten die Weihnachtshits nicht aus den Lautsprechern, sondern wurden wirklich gespielt. Neugierig landete mein Blick auf dem dunklen Piano. Eine Traube Menschen hatte sich darum versammelt, um diesen Typen beim Spielen zuzuhören. Selbst im Sitzen war er groß, während er in seiner Musik versank und dabei die Schultern nach vorn beugte. Nachtschwarze Strähnen fielen ihm in die Stirn er trug schlichte jeans in kombination mit einem schlichten hoodie, letzterer eine nummer zu groß. er fiel auf. ich hatte die theorie, dass es dabei im grunde nicht.